Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, und heute geht es um das Gegenteil von Sessions. Nein, nicht das ganze Gegenteil von Sessions. Beziehungsweise, besser gesagt, eine Alternative zu Sessions kommt auch nicht hin. Es geht um Cookies. Ich möchte einmal heute erklären, was Cookies sind. Cookies sind prinzipiell ähnlich wie Sessions. Sie sind halt die Möglichkeit, auf längere Zeit Daten zu speichern. Vorteil an den Cookies: Cookies können beim Nutzer gespeichert werden. Das ist aber auch eigentlich ein Nachteil eher. Es kommt drauf an. Je nachdem, wenn ich zum Beispiel einen User habe, den ich von einer Webseite A auf Webseite B einloggen möchte, ist ein Cookie von Vorteil, weil die Sessions kann ich nicht von einem Server zum anderen übertragen. Ein Cookie hingegen schon. Vor allem ein Cookie kann ich halt auch prinzipiell in einer MySQL-Datenbank speichern. Das heißt, ich kann prinzipiell das Session-System, was PHP hat, mir nachschreiben. Und so kann ich es auch auf mehreren Webservern gleichzeitig nutzen. Weil aktuell geht es ja prinzipiell nur auf einen. Das ist die eine Option. Und die andere Option, ganz einfach. Die andere Option ist, dass man mit Cookies bestimmte Variablen setzen kann, wie zum Beispiel eine Language-ID, ne, eine Language, die der Nutzer ausgewählt hat. Das soll dann halt einfach im Browser bei dem Nutzer gespeichert werden, weil der Nutzer hat es sozusagen ausgewählt, obwohl er nicht eingeloggt war. Das heißt, wir haben sozusagen keine Nutzerdaten in der MySQL-Datenbank, womit wir es ihm wieder verbinden können. Und dementsprechend könnten wir es halt sozusagen so machen, dass wir entweder die gesetzten Variablen beim Nutzer selbst setzen, oder wir machen es so, dass wir halt dann dem Nutzer eine ID setzen und damit dann aus der Datenbank abfragen können. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, kommt auch darauf an, wie sicherheitsrelevant was ist. So eine Language-ID oder die Language, die der Nutzer ausgewählt hat, kann man prinzipiell halt auch mal eben im Browser zwischenspeichern. Und ja, da wollen wir jetzt halt einfach heute einsetzen. Wir haben das beim letzten Mal mit der Session-ID gemacht. Heute machen wir das Ganze mit dem Cookie. Das Ganze ist recht einfach. Wir machen halt das Ganze mit Z-Cookie. So, mit Z-Cookie setzen wir den Cookie mit dem Namen Test, mit dem Value von Input, $PostInput. Das heißt, das ist unser Input, was unser Nutzer eingegeben hat. Und dann seht ihr hier Expire. Expire 0 heißt, es wird beim Schließen des Browsers geschlossen. Kann in bestimmten Fällen sinnig sein, zum Beispiel jetzt bei Session-IDs. Prinzipiell kann man aber ansonsten das machen: Time, die Zeit, die ihr hier habt. Damit könnt ihr den Unix-Timestamp nehmen, die braucht ihr halt. Plus die Zeit in Sekunden, die da offen sein soll. Zum Beispiel 60, wenn es für 60 Sekunden stehen soll. Ich mache jetzt mal 15, dann kann ich euch das am besten direkt zeigen. Ja, dann passt das von der Länge her. Heißt, unser Cookie wird für 15 Sekunden gesetzt mit dem Input. Wenn ihr den nicht mehr setzen wollt, nehmt ihr ein Minus. Das heißt, ihr nehmt zum Beispiel jetzt Time minus 15. Das heißt, ihr setzt den Cookie auf die Vergangenheit. Das heißt, das Expire ist 15 Sekunden in der Vergangenheit. Dementsprechend wird er halt auf jeden Fall gelöscht. Recht simpel. Und so funktionieren Cookies. Jetzt möchten wir beim Ende halt auch noch abfragen, ob der Cookie gesetzt ist. Das heißt, das Ganze, was wir hier mit dem Test gesetzt haben, mit der User-ID gemacht haben, ist jetzt sozusagen unser Test-Cookie. Das heißt, wir schreiben das Ganze, fahren wir mit dem Cookie ab. Das, was wir oben mit dem Session hatten, können wir rausschmeißen. Sessions brauchen wir hierfür nicht für die Cookies. Heißt, wir können jetzt einfach fragen, if isset $cookieTest. Wenn er gesetzt ist, dann gehen wir hier aus den $cookieTest. Dann schreiben wir hier, der Test-Cookie lautet. Oh, und damit haben wir das Ganze. Das ist das Ganze simple und die Magic dahinter. Dann gehen wir jetzt einmal auf unsere Seite. Dann geben wir hier ein IBIMS 1 Test. Dann sollte das Ganze eigentlich ausgegeben werden. Sehen wir hier oben, der Test-Cookie ist gesetzt. Ist immer noch gesetzt. Und jetzt warten wir mal ein paar Sekündchen. Ist immer noch gesetzt. Und irgendwann gleich ist er weg. Magic. Warum? Zeige ich euch. Hier oben seht ihr jetzt Cookies 2 gesetzt. Hier können wir raufklicken. Hier sehen wir den Cookie, hier sehen wir den Test. Laufzeit, Ablaufdatum 0 Uhr 17 und 30 Sekunden. Erstellt 0 Uhr 17 und 15 Sekunden. Und so einfach funktioniert das Ganze. Ihr könnt einfach sozusagen euren Cookie setzen. Und weg ist er. Und das ist die Magie hinter Cookies. Nicht mehr, nicht weniger. Wie ihr seht, die Daten werden beim Nutzer gespeichert. 1:1. Der Inhalt, ich glaube, den konnte man gerade sehen. Genau. Ich rufe den nochmal auf. Tut mir leid. Cookiehost YouTube. So. Wenn ich jetzt das eingehe, könnt ihr jetzt hier oben auf die Cookies klicken, könnt dann halt hier auf den Cookie gehen und ihr seht Inhalte IBIMS 1 Test.
ist die Frage, was man davon hält, beziehungsweise ne, inwiefern was geht. Also wie gesagt, zum Beispiel jetzt eine Language zu setzen als solide. Eine Language, die der Nutzer selbst ausgewählt hat, ist ja nichts Wichtiges. Wenn ihr aber das Passwort des Nutzers zum Beispiel als Google speichert, habt ihr erstens die Nachteil, dass es irgendwann verschwindet und zweitens, jeder, der auf den Browser Zugriff hat, kann diesen Cookie auch lesen, auch JavaScript. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Schadcode in eurer Webseite, warum auch immer. Dann liest sie das aus und das könnte gefährlich werden. Von daher kann ich euch nur dazu raten, mit Cookies sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Cookies sollten nur wirklich angewendet werden, wenn es dann wirklich sicheren Szenario ist. Und aus meiner Sicht ist ein sicheres Szenario entweder A, halt sozusagen eine Variable setzen, die wirklich unwichtig ist, wie zum Beispiel Language oder sowas, oder dass ihr sozusagen einen Key setzt, damit die Datenbank das wieder hervorholen kann, was der Nutzer eingegeben hat. Das ist die einzige Option. Bedenkt aber auch, dass sowas gehijackt werden kann mit den Cookies. Wie kann das gehijackt werden? Ganz einfach. Wenn irgendjemand dann sozusagen, ihr habt zum Beispiel so eine ID, die ihr in der Datenbank speichert und damit speichert ihr die Nutzer dann ab, dann braucht nur irgendjemand irgendwann mal genau diesen Cookie nachstellen. Er kann sich ja auch den Cookie setzen. Die Cookies kann sich jeder selbst setzen. Das heißt, er muss genau die ID haben und das so hinbekommen und er kann das auch abfragen. An der Stelle empfehle ich dann Leuten, die sowas machen, denkt dran, eventuell vielleicht auch noch zusätzlich was aus dem HTTP User Agent zu nehmen. Ihr könnt zum Beispiel abprüfen, ob der Nutzer Windows 7 nutzt, Vista oder XP. Damit habt ihr das Ganze schon mal unterteilt. Na, das kann ja auch so mal sein, der Linux nutzt. Das heißt, der Hacker muss erstmal dann auch noch das gleiche Betriebssystem haben. Zusätzlich würde ich auch empfehlen, vielleicht die Chrome-Version oder sowas abzuspeichern, die Browser-Version. Oder welcher Browser genutzt wurde, Firefox, Chrome Explorer. Das heißt, wenn ihr solche Sachen da zusätzlich speichert und die auch am Ende abfragt, seid ihr auf der sicheren Seite und könnt ziemlich sicher sein, dass so eine Variable nicht geknackt werden kann. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt einigermaßen verständlich rübergekommen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten und auch dann halt entsprechend darauf einzugehen. Und ansonsten danke fürs Zusehen. Wenn euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und ansonsten vielleicht noch ein Abo dalassen, wenn ihr nochmal mehr sehen wollt davon. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal im Video. Bis dahin, tschüss.